Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Child of Light, nicht Night. Oh, wir können jetzt hier, wir können jetzt andere Leute auch skillen, das ist schön. Bin gerade überlegen, wo wir jetzt, gehen wir hier hoch weiter und dann gucken wir, der Chester hat hier auch verschiedene Wege, die wir gehen können. Sieht aber ein bisschen anders aus. Der Strength Upgrade, okay, da kann man Stärke hochgehen oder kann reviven. Das klingt natürlich echt nice. Ich glaube, den Weg nehmen wir auf jeden Fall mal so weit mit. Ist das Element Protection? Okay. Tumble All. Gut. Was haben wir hier noch? Counter Heal. Ach, okay, so kann man den auf Heiler spielen. Das ist natürlich auch keine so schlechte Idee. Ist das hier unten? Das ist auch Heil, oder? Ja, das ist auch Heilung. Was ist denn ein Counter Heal? Wo ist denn der Unterschied? Ah, okay. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube fast. Hier unten den normalen Heilungsweg weitergehen ist fast sinnvoller. Nein, da fehlt mir Upgrade für, aber den normalen Heal nehme ich auf jeden Fall mit, den nächsten. Vielleicht auch noch den Counter Heal. Müssen wir mal gucken, wenn wir weiter spielen. Wir können ja jetzt fliegen hier. Hui! Wie weit hoch kommen wir denn überhaupt? Okay, so hoch. ich kann mit Leertaste kann ich irgendwie ganz ein bisschen verschnellern. Schön. Oder ist ein Haus. Können wir reingehen? Klasse. Healing Tonic, okay. Es ist. Also, mir. Der Soundtrack ist. Ich halte einfach mal kurz die Fresse, dann könnt ihr den Soundtrack hören. Es ist einfach wunderschön, Mann. Ohne Spaß, dieser Soundtrack ist richtig schön. Altar of the Mathildis. Oh. Was haben wir hier? Healing Tonic. Schön. Aber auch hier im Hintergrund die ganze Zeit diese Luftschiffe und so. Ich glaube, ich bin hinter das Viech gekommen. Okay. Wir wollen Starlight auf die Spinne casten. Müsste sie eigentlich umhauen? Nee, tut es nicht. Was kann er denn überhaupt? Tumble, Aimant Protection, Revive, Defend. Oh, mal Tumble. Wollen wir die Spinne weghauen? Spinne lebt aber noch. Okay, das ist nur eine kurze Zeit. Okay, mit dem Tumble hat er den einen geholt. Den kriegen wir auch noch. Und bam, kriegen wir die Spinne weg. Ja. Oh, Vulnerable to Fire. Das war jetzt ein sehr, sehr schönes. Ein sehr, sehr schöner Zufall. Dass das hingehauen hat. Und dann gib ihm. Kann ich die noch mitnehmen hier alle? Ja. Und der Clown, ja, Rumbella hat einen. Huch. Was ein wunderbares Abenteuer. Wenn ich nicht an Zirkus hängen würde, mit einer leuchtenden Karriere in meiner Zukunft. Vielleicht würde ich dann nahe bleiben. Stick around. Auch schön. Tut mir leid, mein Kumpel, aber das kann ich nicht. Ich habe eine Menge zu bezaubern. Ich bin mir ziemlich sicher, du meinst verzaubern. Okay. Hätten wir das geklärt? Ah, guckt euch den Regen, den Wasserfall an. Hier waren wir schon, ne?
Oh, da ist eine Truhe. Cool. Ja, genau, hier sind wir durch. Du bleibst da oben. Du bleibst auch. Ups. Bin natürlich voll im Büro reingelaufen. Intelligenterweise. Der kann nur Tumble Heal. Okay, er kann da nicht so viel. Hauen wir mal auf die Spinne drauf. Oh! Jetzt ziehen die aber ganz gut an uns vorbei. Okay. Autsch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Das Viech ist schon ein bisschen angeschlagen. Jetzt hat das auch noch einen Speed Increase. Oh, das könnte böse werden. Ich glaube, da muss ich gleich mal heilen. Heilen wir mal und prügeln der Spinne in die Fresse. Man muss ganz ehrlich sagen, jetzt trotz, dass es auf Casual steht, Alter, kriegen die. Hauen wir ganz gut in die Fresse. Also dafür, dass es echt auf Casual steht, finde ich das doch ein bisschen, doch immer noch anspruchsvoll. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nee, das ist irgendwie nichts oder, ja, oder ich, keine Ahnung. Also das Kampfsystem ist zwar trotzdem noch einfacher, ne, merkt man, weil ich halt immer noch überlebe, aber es ist trotz alledem immer noch ein bisschen, anspruchsvoll. Er kann jetzt eigentlich direkt wieder heilen. Am besten sich selbst. Ey, ihr haut nicht meine Aurora weg. Das ist nicht nett. Ja, ich kann die auch heilen. Interessant. Ah, jetzt habe ich keinen Lumos-Dingsbums mehr. Ach, Wünsche. Wünsche. Sie hat irgendwie nicht zugehört und sie sollte diese Krone unter allen Umständen aufbehalten. Hat sie irgendwie auch so keinen Bock drauf gehabt. Aber gut, der Clown ist ja relativ, oder der Narr, es ist ja ein Narr, es ist ja kein Clown. Ist ja dann doch relativ, gut auch, ne, was, Heilung anbelangt. Nice. Gehen wir Level up. Ja. Schön! Und einen Rubin bekommen. So, ich muss das wieder mit Escape machen. Ja, dann gehen wir jetzt halt hier durch. Und gehen dann. Weiß noch nicht, ob ich da jetzt Counter Heal mache. Ich glaube, wir gehen erstmal hier auf das MP-Upgrade. Und dann können wir Okuli. Oder können wir den nur bei mir einsetzen? Aber ich kann ihn sogar nur bei mir einsetzen. Oder? Nee, ich kann auch bei ihm ja ein Okuli reinsetzen. Macht der auch Feuerdamage? Das ist doch schön. Oh. Können wir mal diese Lumos-Dinger mitnehmen? Ach, Wünsche. Sie heißen immer noch Wünsche. Ich sag andauernd Lumos-Dinger. Na, ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ihr wisst, was ich meine. Na, von daher ist es okay. Es ist echt verdammt schön, das Spiel. It's so fluffy, I'm gonna die. Wo kann ich da reingehen? Ja, es ist verschlossen. Nein! Aber es ist auch vom Art, also vom Stil her einfach nur auch so wunderbar hier, ne? Woo! Ich bin von hinten an sie angeflogen. Okay, das heißt, jetzt müsste ich. Gut, der kann tumblen. Vulnerable to fire ist ja wunderbar. Dann ficken wir den Geister erstmal. Nein! Nicht, 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 nicht
Nur ein Speed Increase. Tumble. Und da kommt der Light Ray und der müsste das wegficken. Ja, direkt einfach in die fiese Fresse geschlagen. So gehört's das. Nice. Jetzt darf er nochmal seinen Shit casten. Aber ich glaube, das ist jetzt sein letzter Akt. Ja. Ich bin natürlich unterbrochen worden. Ja, Defend. Wenn ich defende, dann ist das schon schön, dass ich dann nicht interrupted werde, aber das bringt mir ja nichts. Da ist mein wie hieß die nochmal? Rubella, ne? Ist ein Level abbekommen. Kann man das eigentlich auch direkt wieder skillen hier? Gehen wir mal eins höher auf Heal. Ich glaube, danach gehen wir mal hier so auf Counter Heal mehr in die Richtung. Was gibt's denn hier noch so? Ailment Protection. Okay, das ist für alle. Da gibt's einen Tumble mehr. Und da kann ich sogar alle antumbeln. Okay. Bin gespannt. Obwohl, hier haben wir auch Ailment Protection und einen Heal. Ich glaube, da oben durchgehen, weiß nicht, ob sich das so lohnt. Brauchen wir kein Spell Power für. Okay. Schauen wir mal. Oh, da sollte ich vielleicht diese Dinger wieder mitnehmen. Hui! So. Links geht's zu dem Altar von Mandalis. Oder Mardalis. Ja, es ist echt. Ich freue mich echt tierisch auf das Spiel. Also über das Spiel. Ich meine, ich spiele es ja gerade, also muss ich mich drauf freuen. Es ist wirklich schön. Die Musik ist klasse. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Nihilumbra. Na, das haben wir auch mal hier Let's Played. Und hatten da auch viel Spaß mit. Also ich zumindest. So. Schlampe. Gut. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Wir slashen mal den Viech in die Fresse. Damit es auf jeden Fall stirbt, bevor es rankommt. Dann können wir den mal. Können wir mal schauen, ob der auch. Ah, wir haben ihn unterbrochen. Er ist aber nicht vulnerable to fire. Okay, das können wir nicht mehr aufhalten. Und nochmal in die Fresse. Und das sollte jetzt eigentlich reichen. Ja. Nicht schlecht, aber ich glaube hier diese Rubella, die levelt ein bisschen schneller als die, hier, ne? Als Aurora. Gibt's ein MP-Upgrade? Ne, Counter-Attack. Das ist ein passiver Skill, das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schwierig, ich kriege mal ein stärkeres Starlight. Und dann gehen wir erstmal auf das stärkere Starlight und gucken dann, ob wir unten mal auf das Counter-Attack kommen. Das ist natürlich auch nice. Und wir kriegen Firefly-Elixier. Okay. Schön. Woo! Was ist hier? Hier ist das Dickicht, glaube ich. Okay, komme ich nicht weiter. Ich finde es aber mit den Flügeln auch voll niedlich. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Oh! Die Luft ist so weich. Ah, okay, da kann ich nichts machen. Aber ich kann versuchen, da einen Light Ray drauf zu geben. Und dem Viech in die Fresse zu tummeln. Obliterated. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, der heult nochmal. Und da kam ein Dodge durch. Das ist ja nice. Probieren wir mal mit Starlight. Könnte vielleicht auch schon reichen.
Also gibt ihm auf jeden Fall ganz gut in die Fresse. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ja. Er ist critical! Nice. Jetzt haben wir mit Rubella auch wieder ein Level up. Ist ja auch ganz schön. Gucken wir mal. Wo ist denn jetzt drauf gehen? So, Revive haben wir jetzt hier geholt. Ich wollte jetzt Richtung Counter Heal gehen. Ist, glaube ich, sogar sinnvoll. Aurora, what size is a pin? Stop being ridiculous. Hier war ich doch schon. When you are but a leaf, why pretend a branch to be? Ja, ist eine Spinne. We shall see. Das ist echt richtig, richtig schön hier. Kann ich aber hier unten nochmal durchfliegen. Ich habe eine Surprise Attack geschafft. Dann passt es doch, wenn ich einen Light Ray auf den Feuer. Und ihm in die Fresse tumble. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Problem ist, es kann ja jetzt irgendwie niemanden großartig aufhalten. Oh, jetzt bin ich auch noch verlangsamt. Das ist natürlich noch schlechter. Ja, ihm wieder in die Fresse tummeln. Und er wäre jetzt als nächstes dran. Das heißt, ihn müssen wir verlangsamen. Dann brauchen wir ein Sternenlicht für ihn. Ja, das hat ihn alle gemacht. Heilung brauchen wir eigentlich gerade nicht. Das brauchen wir auch nicht. Na, Tumble brauchen wir. Ist sogar interrupted worden. Können wir da nochmal ein Sternenlicht draufhauen? Können wir. Nochmal interrupted worden. Ging wir sogar tot. Ja, Devastation, das klingt doch nice. Und wieder ein Level-Up für unsere Aurora. Und einen blauen Saphir bekommen. Und Magic Potions. Das interessiert mich gerade nicht so. Wir wollen auf Skills. Und dann nehmen wir Starlight 2 und gehen dann, glaube ich, runter Richtung Counter-Attack. Ah, es klingt doch alles gut. Ich habe selbst noch keine große Ahnung, oh, was in diesem Spiel gut ist und was nicht. Von daher müssen wir da immer erstmal so ein bisschen uns auch vortasten. So, der kriegt erstmal gut in die Fresse. Da habe ich jetzt den zweiten. Und da könnte es sein, dass das ein bisschen stärker sogar ist. Das gibt ihm auf jeden Fall richtig hart rein. Dann tummeln wir den erstmal tot, bevor da noch was passieren kann. Weil die Spinne, ne, wir haben beide mit den Standardangriffen eben die Möglichkeit, Feuerschaden zu verursachen. Und Feuerschaden ist gut gegen die Spinnen, von daher, ja, das war sogar der richtige. Der richtige Call, den ich da getroffen habe. Die richtige Entscheidung. Oh, da ist eine Truhe noch. Healing Tonic. Okay, was ist hier? Oh, hier oben ist noch eine Truhe. Rough Ruby. Okay, kann ich denn jetzt hier irgendwie mit diesen Okuli craften? Lass mal so. Okay, Rough Diamond. Was auch immer der bringt. Können wir das angucken? Okay, wir gucken mal. Increases Speed. Okay, wenn ich den hier reinpacke. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann ich denn jetzt dieses Okuli hier wieder anequippen? Ach, Rechtsklick. Ah, okay. Das Craften, wenn ich hier... das reinsetze. Passiert nichts. Okay, so kriege ich einen Zitrin hin. Was bringt der? Müssen wir mal gucken. 5%
Das ist natürlich nicht schlecht. Ich mache das hier. Light Damage to Melee Attacks. Das ist natürlich noch besser. Kann ich denn noch zwei von denen craften? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber jetzt haben wir einmal Lichtschaden und einmal Feuerschaden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo. The Altar Purged High. Gut, fliegen wir mal in den rein. Und jetzt sind es wieder zwei von den Viechern. Tammeln wir mal wieder auf den drauf. Und dann brauchen wir Light Ray. Tammeln nochmal auf den drauf. Mal, ob wir ihn obliteraten können. Er ist auf jeden Fall interrupted worden, ist schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich geslowt. Das ist natürlich extrem scheiße. Kriege ich den down bevor? Nein, krieg ich nicht. Jetzt müssen wir den nochmal verlangsamen. Mal gucken, ob wir mit einem normalen Slash noch Schaden machen. Und, oh, er kommt ganz kurz vorher dran. Ja gut, so viel Damage macht es dem jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube, wir können einfach trotzdem normal weiter mit den Slashes draufhauen. Und aber noch. Oh, er bellt mich an. Ja, Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man auch immer so schön. Ich bin schon wieder am Ende eigentlich der Episode angelangt, ne? Ich hab's wieder nicht gemerkt. Und da hat unsere Rubella wieder ein Level bekommen. Können wir eigentlich da mal direkt doch wieder skillen. Ja, aufs Countable wollte ich gehen. Na, gucken wir uns das nächste Folge dann mal an, ob wir das hinkriegen, das zu skillen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss!